Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ihr seht, wir sind nicht mehr da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, sondern ja, ein bisschen woanders da hier. Ich zeige es euch mal, wo wir sind, weil mir gerade was aufgefallen ist. Und zwar letztes Mal waren wir da an der Küste, hier. Und jetzt bin ich aber mal ganz kurz hier geschwind durch den Wald geritten, um diesen Kopfgeldstifter, den Käferlon, zu töten. Denn wir haben mittlerweile Kopfgeldstufe 2 und ich habe keinen Bock, die zu bezahlen, damit wir das Kopfgeld ja, loslassen. Weil es sind tatsächlich zwei Kopfgeldjäger hinter uns her. Einmal Petra und der andere ist Orkos, der glückliche Betrunkene. Jawohl, das bin ich auch. Gut. Und ich wollte mal rausfinden, was passiert eben, wenn man diese Unruhestifter, sprich Kopfgeldtöter, da tötet. Ob dann das Kopfgeld einfach weg ist oder nicht, oder verschwinden tut oder sonstiges. Deswegen, ja, bin ich jetzt mal hier hingelaufen, ganz geschwind. Ich meine, hier, das ist Feingebiet, ja, ja. Schon erkannt, sag ich jetzt einfach mal. Genau. Und der ist jetzt halt hier mitten drin, ne? Deswegen, ja, versuche ich da jetzt einfach mal ganz schnell hinzudringen. Sehen die mich? Nee. Genau. Und den mal ganz kurz abzumurksen, wollen wir weitermachen. Genau. Will nicht direkt hier alles clearen, weil ich weiß nicht, ob wir nämlich hier auch wieder, sage ich mal, hinkommen müssen. Was sonst ist, ja, ein bisschen langweilig gesagt. Wenn wir eben, wie gesagt, dahin müssen, missionswise, und da ist dann aber schon alles tot. Ne? Hat ja dann keinen so wahnsinnigen Anreiz dann. Möchte ich das lieber in der Mission nämlich machen. Genau. So, er ist nach dahin gelaufen. So, da ist noch ein Hauptmann. Schau mal, ob wir auch an den rankommen. Wo, wenn nicht hier, oh, hi. Die Athener ihre Vorräte lagern. Den hat Ikaros nicht gesehen gehabt. Ist noch so, da unten kommt noch einer. Oh, jetzt läuft er weg. Oh, okay. Okay. Vielleicht können wir jetzt gerade den hier schnappen. Ja. Nehmen wir den mal kurz mit. Stecken den hier. Und jetzt echt der Hauptmann genau in diese Richtung. Was? Wie gesagt, verstecken wir uns. Sein Bogenschützenfreund. Er chillt jetzt da einfach hin. Wo geht der Bogenschützenfreund hin? Der chillt. Ihm. Wahnsinn. Genau. Jetzt locken wir den mal zu uns. Sehr gut, Errungenschaft, Attentäter. Und der war. So, jetzt kommt hier einer. Oder lieber doch nicht. Es geht da weiter. Mit der weißen Eule zerstören. Aha, die blauen. Brandpfeil? Haben wir Brandpfeile? Gute Frage. Eine gute Frage, nächste Frage. So, jetzt gehen wir mal kurz hier hoch. Weil. Ne, da ist noch einer. Kurz noch. Alles abchecken mit Ikaros. Über die Karte huschen.
So, jetzt sind da nämlich schon mehrere. Jetzt mal mit dem Blatt. Der hat mich jetzt gesehen. Ey, bin ja pariert. Ausgewichen. Habe ich pariert. So, jetzt sind wir schon zu zweit. Und da ist der nächste Söldner, super. Ich meine Kopfgeldjäger, Entschuldigung. Das ist jetzt schon wieder doof. Wo ist denn eigentlich mein Unruhestifter? Der ist da, ne? Da finden die mich jetzt? Ne, die wissen nicht, wo ich bin, ne? Das ist eigentlich mein Hauptziel. Und da kommt der nächste. Der weiß ja genau, wo ich bin. Ne. Oder? Den kann man mal ganz kurz töten. Oh! Jawohl. Okay. Okay, Moment. Ich bin ganz kurz. Mal ganz kurz einen Moment. Meine Schweinchen's. Kann man dich umhauen? Ne, kann man nicht. Dann schwimme ich mal ganz kurz. Schwimmen, um zu entkommen. Siehst, da war ich jetzt wieder zu langsam. Der Kopfgeldjäger hat mich hier schon wieder vom Guck, es sind nämlich zwei. Der Kopfgeldjäger hat mich nämlich schon wieder entdeckt. Gott, die sind also echt fast, wenn es um das geht. Ich meine, der Unruhestifter, ja. Ja. Mei, sag ich eigentlich immer Unruhestifter? Ich weiß gar nicht, sind noch gar keine Unruhestifter, sind Kopfgeldstifter. Die haben das Kopfgeld gestiftet. Ja, da niemand hat das gesehen. So, das sind ja die ganzen Guys. Der läuft jetzt halt weg, der schönes Ziel, sag ich jetzt mal. Wirklich schönes Ziel. Zack. Das sieht doch niemand. Sieht niemand. Okay, das hat jetzt jemand gesehen. Das sagen wir. Nee, im Moment ist das noch nicht. Hey, geh unter Wasser. Im Moment ist das noch nicht so ein guter Start. Assassin's Creed als Attentäter. Und er so als Raufbold. Mein Gott, sind das viele. Wahnsinn. Schau mich lieber nochmal weg hier. Da hängen wir uns mal ganz kurz hier hin. Die suchen jetzt natürlich alle da hinten nach mir, ne? Eigentlich könnte ich ja jetzt hier gerade mal geschwind mich rauschen. Ist eigentlich da hinten alles. Das lila ein Symbol. Ist das jetzt so eine Vorratskiste? Wovor stand, ich soll die zerstören. Mein Schatz. So. Jetzt sind wir hier. Durchsuchen. Okay. Haben wir sie jetzt? Kriegsvorräte verbrennen. Ja. Kriegsvorräte verbrennen. Wird die jetzt nochmal mit Icarus entdecken? Ja. So. Mal kurz gucken. Das ist offensichtlich, ist das ja die Kiste. So. Aber jetzt Brandpfeile, mal kurz gucken. Im Inventar. Pfeile.
Nee, haben wir noch nicht. Okay, heißt. Geht das? Nee, das geht nicht. Ich habe mir das abschießt. Nee. Und dann das auch nicht. Okay. Also gut, Brandpfeile fehlen uns. Kann ich die, wenn ich jetzt gerade schon hier bin, bei Jäger, sechster Sinn, Fächerschuss, Raubtierschuss, Verwüsterschuss, Schussfolge, Pfeilspitze, nee. Okay. Also Brandpfeile habe ich aktuell zumindest noch nicht. Wir fighten mal hier drin, Orkus. Mal davon abgesehen, ich habe ja gar keine Ausdauer hier in dem Game. Ich kann einfach draufprügeln, oder? Aber ja, also Orkus hält mehr aus als die anderen. Definitiv. Auf jeden Fall ausweichen. Ja. Also aktuell sieht es noch gut aus. Seine macht seinen aufgeladenen Supermove. Den hier, mal ausweichen. Okay, den habe ich nicht gesehen. Mischt. Mischt, okay, Schei, bin gleich da. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir eigentlich starten. Keine Ahnung, nämlich. Wirklich keine Ahnung. Aber, ihr seht, damage-mäßig gar nichts. Also komplett null. Also ich muss da brutal viel leveln, so wie das aussieht. Und ich spiele auf normal, ne? Also. Ja. Die Schwierigkeit hat er jetzt auf jeden Fall angezogen. So, jetzt ist ja hier der Kopfgeldjäger. Will aber immer noch, ich will das einmal jetzt sehen, was passiert, wenn ich den jetzt töte. Es kann doch jetzt nicht, sag ich mal, so schwer sein. Nein, das soll ich nicht der Straße folgen. Ich laufe nämlich dem Kopfgeldjäger direkt in die Arme. Jetzt steigen wir mal kurz ab. So, dann machen wir mal kurz den hier. Tun mit Ikaros einfach mal alles kurz abscannen. Wegen den ganzen Leuten, die da rumlaufen. So, okay. So. Jetzt versuche ich da mal ganz kurz über die Dächer geschwind zu gehen. Ich muss die blauen Vorratskisten mit der weißen Eule zerstören. Das sieht mich doch keiner. Ah, benutze eine Fackel. Ich sehe es jetzt gerade. Okay. Uff, 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 uff. Du hältst auch noch so viel aus, ja, sag mal. Du hältst ja auch noch so viel aus. Komm, 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 jetzt. Ja. So, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. So, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Kopfgeld ist weg. Okay, ich sehe es. Links unten ist nichts mehr. So, jetzt hör mal auf, ein Ziel hier anzuvisieren, sondern einfach mal kurz reingehauen. Einfach mal kurz reingehauen. Einfach mal kurz reingehauen. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Die schießen mit Pfeilen auf mich. Ich sehe es. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ich
Ich bin ja schon weg. Oh, los, komm her. So, aufsitzen. Und let's go. Schnell mal ganz kurz hier weg. Okay, was beschützt du? Diese Verstärkung. So. Ja, Wolfies. Wolfies, ich will dich gar nicht wehtun, hey. Hey, ich wollte doch gar nichts tun. Ja, Vincent, ich will dir gar nichts tun. Gute Fälle ab. Gebt gute Fälle. So. So, Hamas macht. Okay. Das heißt, jetzt sind wir mal ganz kurz in aller Ruhe. Gut. Dann schauen wir mal ganz kurz. Also, was haben wir denn überhaupt jetzt an Quests? So. Der Anführer der Athener. Okay. Er sagt, dass es nicht einfach wäre. Okay, Finan tötet den Anführer der Athener in Megaris. Okay. Und dessen Nebenquest verbrennen und zerfallen eine Armee für sich und die Athener Kriegskasse. Alles klar. So. Das sind DLC-Sachen. Das Vermächtnis der ersten Klinge. Vergessene Geschichten. Das weiß jetzt noch nicht, was das ist. Welt, belagerte Banditen. Griechische Welt, generell schließe alle Banditen, Lagerziele ab. Okay. Ein Charakter. Mäßig was. Okay, ist aber auch alles viel später. Gut. Das heißt, wir machen dann einfach die Nebenquests verbrennen und zerfallen. Eine Armee für sich und die Athener Kriegskasse und dann sind wir hoffentlich Level 10 und können dann den Anführer der Athener platt machen. Gut, wie sieht es denn eigentlich inventartechnisch aus? Weil wir haben es jetzt gesehen, die geben uns ganz gut Schaden. Deswegen hätte ich mal gesagt, gucken wir mal, was ist denn so das Stärkste. Also Speere haben wir einen Level 8er. Ansonsten Schwert noch Level 8. Ich will mal einfach mal Speer ausprobieren. Gut, ausrüstungstechnisch. Level 8 haben wir nicht. Mache ich aber mal noch den Helm unsichtbar. Gerade. Buschplatte. Level 6 hat mehr Rüstung. Sehr gut. Level 8er. Hat mehr Rüstung mit weniger Anteil. Naja, das ist doof. Wir wollen ja mehr Attentäter skillen. Hüftgürtel. Auch nix. Aber Füße. Level 9. Okay, schade. Na gut, da war ja nichts mehr, genau. Passt soweit. Oben noch gucken kurz. Okay. Gut. Söldner, was ist da noch Neues? Cassandra, die Ehefrau des Emir. Und der ist unentdeckt. Und dann gibt es da auch hier Kanus, der Gerissene, oder und Orkus, der Glückliche. Getrunken. Und Rang 8 haben wir Petra die Blue. Ah, guck, die ist Rang 8 schon, okay. Alles klar. Gut. Das heißt, Zerstörer Athener Vorräte in Megaris. 0 von 4 Kriegsvorräte befinden sich in Festungen und in Häusern von Anführern. Mit zu Feuer, um sie zu zerstören, die Stärke zu verringern. So, jetzt habe ich gerade gesehen, man kann auch einfach mit einer Fackel dahin gehen. Das heißt, Hofkeldjäger haben wir natürlich jetzt nicht mehr im Nacken. Immer A, weil ich schneller sprinten möchte. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal dahin, in die Festung. Und zerstören mal, gucken wir, dass wir da sneaky-mäßig an diese Kriegskasse drankommen. Megaris, die Stadt der Schweine. Huch. Und jetzt nicht hier. Kurz hier drüber. So, hier ist ein Schiff. Wir kennen dazu, wie es ausschaut. Was denn eigentlich, ganz kurz interessieren, was sind denn die anderen Quests? Eine Armee für sich. Töte Athena-Soldaten in Megaris. 20 Stück, okay. Und finde und stehle den Staatsschatz der Athener. Okay, interessant. Ja, gut. Ich würde jetzt gerade mal ganz kurz sagen: Ikaros.
Soll uns doch mal die Soldaten zeigen. Und hier haben wir tatsächlich vier Kriegsvorräte zum Verbrennen. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Kann den niederschlagen tatsächlich. Und jetzt anheuern. Ich habe ein Schiff. Schließ dich uns an. Der ist gut. Genieße die Freiheit. So, angeheuert, sehr gut. Und why? Keine Ahnung. Mit Speer habe ich noch jetzt nie gekämpft. Aber ich habe halt eine unglaubliche Range, ne? Oh, man kann die sogar wegstechen. Jetzt kommen sie natürlich alle, ne? Das ist doof. Aber der Chip, er macht definitiv mehr Damage. Ist sehr gut. Das sind halt echt ein bisschen arg viel in der Rally. Oh, ich habe unglaubliche Range. Was? Den habe ich gesehen. Stech mich dich mal ab. Ein Schilddurchbruch. Den parieren wir. Den parieren wir. Den parieren wir. Wir machen Double Attack. Ah. Den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. Ich möchte mal erst den da hier wegmachen. Den habe ich gesehen. Jetzt macht er so einen Rampage Attack. Adrian. Ja. Macht Double Prior Attack. Adrian. Nein! Nein! Ach, das waren jetzt wie viel? 7, 8 auf einmal? Mist. Das ist ja heute nicht so gut gelaufen. Natürlich sind wir wieder hier. 0 von 4 Vorräten. Easy peasy. So. Speer haben wir doch tatsächlich schon mal gespielt, merke ich jetzt gerade. Leone, der ist ganz am Anfang. Der hat auch einen Speer. Muss ich tatsächlich sagen, habe ich vorher nicht wirklich verstanden. Was ist denn? So, Wölfe, okay. Ich habe es vorher nicht verstanden, warum ist Cassandra eigentlich nicht mehr in den Stealth-Modus gegangen ist. Verstehe ich nämlich nicht. So. So, jetzt haben wir alle. Hier freut sich keiner. Jo. So, jetzt sind wir mal hier drin. So, das kann man durchsuchen. Jetzt wähle ich mal die Fackel aus. Wenn ich jetzt einfach schlage, dann brennt es sie. Genau. Ah, alles klar. So. Okay. Das war einmal Staatskasse. So, dann gehen wir kurz. Was für. Hä? War doch. Versteckt. Versteckt. Ja, einmal kurz. 100er Wochen.
ich hier irgendwie hoch? Das wäre sehr gut. Wenn nämlich dich eliminieren. Oh oh. Schnell rennen. Und reingehauen. So, okay. Jetzt ist da noch lila. Machen wir mal diese hilflose Seele. Kaputt. Ganz kurz mit Icarus das letzte. Noch eines sein könnte. Kann natürlich auch sein, wobei ne, es müssen vier Stück. Da hinten. Was anderes. Da hinten ist da was anderes. Rudi, was machst denn du hier? Hi, Kollege. Sehr gut. Das war nett von dir, sehr freundlich. Das Zeug zum Durchsuchen. Finden wir, wie ich das gerade sehe, den hier noch heimlich eliminieren. Gut, ich hier gerade keiner. Wenn wir uns den Schatz finden. Ah, es sind noch Kriegsvorräte. Perfekt. Welcher gerade? Ja, bin ich gesehen, krass. Einmal hauen. So, okay, und dann sind da vorne die letzten Kriegsverräter. Sehr gut. Mal gucken, wie mache ich jetzt das? Steck mich mal hier im Gras. Und schau, dass ich irgendwie an ihn hier ran. Jawohl. Den Hammer. So, jetzt kommt da der Hauptmann. Müssen wir mal gucken, wo lang der läuft. Kommt jetzt wirklich genau in meine Richtung. Easy. Stellt es sich sogar mit dem Rücken noch zu mir. Perfekt. Sehr freundlich mal wieder. So, das heißt, den haben wir dann auch. Mache ich ihn hier kurz platt. Ne, hier schon. Oh, ne, da gehe ich nicht rein. Da gehe ich jetzt gerade auch nicht lang. Vielleicht so rum. Und so rum und spring auf den hier drauf. So dass es keiner mehr kriegt. Okay, und der Kollege hält ein bisschen mehr aus. Der hält ein bisschen mehr aus. Oh, was machst denn du für ein Roundhouse Kick, Buddy? Läuft bei dir. Ja, wir staggern den richtig gut. Richtig gut. Roundhouse Kick, okay, ist gewichen. Und final. Wie weit er geflogen ist. Nice. Okay. Habe ich eigentlich noch Gefangenenbefreiung? Jawohl. Schließen wir dich da gerade mal auf.
Wollen wir die? Einmal, zweimal. Und 3, 4, 5. Sehr gut, alle befreit. Dann haben wir die auch. So, da ist jetzt die Kriegsgegenstände. Offensichtlich hier drin, genau. Zoomen wir sie einmal und verbrennen sie. Ja gut. Quest abgeschlossen. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal gleich die nächste Quest an. Mit Athena Soldaten Megaris, jawohl. Wo ist denn eigentlich der Was macht er? Wo ist denn der Staatsschatz? Schatz? Ist der. Nee. Ah, der ist wahrscheinlich dahin. Kalios, Sohn der Könige. Ja. Okay. Jetzt greifen die Wachen die Gefangenen an. Oh oh. Wollte ich eigentlich gar nicht. Dann machen wir mal noch die Nebenquest, dass wir noch einfach Soldaten töten. Ich verschwinde hier mal ganz geschwind. Hahaha. Nick mir vielleicht den da gerade ab. Ich werde mal geschwind hier hoch. Ja. Sind sie weg? Hat niemand gesehen. Haben wir den da? Auf der Mauer. Okay, die Gefangenen, die sind actually gerade ein bisschen schwierig, wenn man das so sagen darf. Da oben war nichts. Okay. Jetzt haben wir ihn hier erledigt. Dann springen wir einfach nochmal hier runter. Holen uns den Schatz. Nicht. Freunde, ich sehe nichts. Ja. Dann stecken wir euch wieder zu Tode. Ist kein Problem für mich. Zack. Jawohl, den haut's mega weg. Stark. Oh, Sperr gefällt mir schon mal. Oder? Richtig gut. Ausgewichen. Ausgewichen, Brudi. Next. Wir hatten einen besseren Gönner dabei gehabt. Cool. So, Schatz. Ah, wird heute eine längere Folge. Das sehe ich jetzt schon. Aber ich möchte jetzt einmal die Festung hier clearen. Du läufst wohin? Sieh ich mich doch nicht. Lege. Du siehst mich nicht. Nee, nee, nix Angriff. Und du gehst tatsächlich ordentlich bitte an das Feuer und holst Verstärkung. Bitte. Schild weg, Schild weg. Okay, jetzt machen wir doch die ganze Festung jetzt zum Beispiel so weit. So, den kann man gut von hinten eliminieren. Like an assassin. So, jetzt laufen wir ganz kurz noch da hinten zu dem einzelnen Hauptmann. Finde ich auch nicht schlecht ist. Vorräte sammeln. Wollen wir uns die. Boah, Leck, was bist du für eine Riesentruhe?
Einen neuen Jagdbogen. Stark. Sehr gut. Ja, ist eben nur noch der Befehlshammer und dann haben wir die Festung tatsächlich gerockt. Oh, den können wir. Please. Hinten ist der Water. Okay, na, dann halt nicht. Jetzt mal Gift-Move an. Und ausgewichen. Bam. Und zack. Sehr gut. Quest abgeschlossen, eine Armee für sich. Das heißt, wir haben 20 Leute gekillt. Okay. Dann komm mal her. So schön auf den Kopf. Vergiften wir dich mal. Du bist also der der ist sichtlos. Okay. Das ist ja ganz gut für mich. Aktuell, wenn du wenig siehst. Oh, oh. Jawohl. Du hattest aber noch Blut für mich. Habe ich das irgendwie? Sogar noch Level Up. Perfekt. Perfekt. Das ist doch kein Befehlshaber, oder wie? Ich eine Kopfgeldstufe. Okay. Eine Kopfgeldstufe, weil ich einen Söldner getötet habe. Alles klar. Du bist offensichtlich der letzte Brody. Hier, wo ich bei der Festung machen muss. Und Tor. Ja. Quest abgeschlossen, Hafen Nisaya. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schauen wir noch ganz kurz mit Covers. Ob hier man sieht dann nichts mehr ist. Sehr gut. Haben wir doch geschafft, noch die Festung. Ein bisschen Geduld und allem schaffen wir das dann doch. Jetzt sind wir auch Level 9. Das heißt, wir können einen Fähigkeitspunkt begeben. Das mache ich dann kurz offline, wenn ich mich entschieden habe. Ja, okay, mal kurz mal aus dieser Phase raus. Da war schon unser schönes Pferd. Und wir reiten einfach mal weg. Genau, und schauen, was dann das da hier ist. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und man sieht sich in der nächsten Folge. Ciao.